Das Märzbeben geht weiter. Am Sonntag bekommt der SCDFK Leipzig seine erste Chance, die bittere Auswärtsniederlage gegen Gummersbach vom vergangenen Wochenende vergessen zu machen. Nach dem Spiel gegen den Tabellen-14. Hingen bei den Grün-Weißen zunächst die Köpfe. Jetzt heißt es wieder angreifen. Ja, wir waren schon sehr alle enttäuscht von dem, dass wir es nicht auf den Platz gebracht haben, aber zu Recht verloren haben. Und das ist dann auch wieder Ansporn. Wir können es in ein paar Tagen wieder gut machen. Das ist immer das Schöne am Sport. Man kann es dann wieder gut machen. Das ist ja nichts für die Ewigkeit dann. Gegen Stuttgart, den Tabellennachbarn von Gummersbach, muss theoretisch ein Sieg her, um die Moral der Leipziger wieder in den Gang zu bekommen. Die Schwaben allerdings wollen auch gewinnen, um Abstand zu den Abstiegsplätzen zu bekommen. Die Leipziger erwarten daher ein hartes und körperbetontes Spiel. Ja, Stuttgart ist die letzten Jahre von der Entwicklung ähnlich gewesen wie wir. Sie sind sehr eingespielt, haben, finde ich, mit Bitter einen der besten Torhüter in der Liga. Und kommen auch über eingespielt, über den Teamgedanke. Und da müssen wir einfach dagegenhalten und versuchen, auch unsere Tugenden auf die Platte zu bringen. Der Spieltag des SCDFK Leipzig steht ganz im Zeichen der Inklusion im Sport. Dabei werden zum Beispiel 15 Kinder mit Handicap die Spieler beim Einlaufen begleiten. Unterstützt wird diese Aktion unter anderem vom Universitätsklinikum Leipzig. Das Spiel beginnt am Sonntag um 12.30 Uhr in der Arena Leipzig. DHFK TV wurde Ihnen präsentiert von Allianz.